morning in the morning. Wie ihr seht, keine Reitklamotten, kurze Klamotten. Und das kann nur heißen, ich bin nicht bei den Ponys und ich bin nicht in Deutschland. Ich bin nämlich auf Mallorca angekommen. Hier habe ich jetzt 2 Tage einen Job für Suzuki. Und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit auf ein FMA der etwas anderen Art. Und damit es nicht ganz ohne Ponys stattfindet, habe ich da zumindest ein Einhorn am Start. Ein aufblasbares im Pool. By the way, gestern hatte ich den ultra absoluten Horrortag. Eigentlich wäre ich gestern Abend noch in Berlin gewesen beim Tribute to Bambi und wäre dann heute früh nach Mallorca geflogen. Ich glaube, das war jetzt gut, dass ich dann gestern Abend geflogen bin. Aber ich bin gestern ungefähr 11 Stunden mit der Bahn durch Deutschland gefahren und bin morgens in Köln gestartet und abends dann doch ab Köln geflogen. Also irgendwie ein totaler Horrortrip. Die Story erzähle ich euch irgendwann. Jetzt will ich erstmal ins Meer. Es könnte sein, dass ich ein bisschen voreilig war. Man kommt nämlich gar nicht richtig ans Meer. Hier ist tatsächlich Steilküste. Ich dachte, dass man hier runter ans Meer laufen kann. Naja, da ist das Meer. So, das sind die Gewinner. Also noch keine Gewinner, aber die, die mitkommen. Zack, zarab, alle mal winken. Immer alle winken. Und da ist der Patrick. Hallo. Hallo. Oh, du hast das direkt gecheckt. Und wir haben gerade, weil wir das zusammen heute machen, die Challenge, eine Outfit-Absprache getroffen. Und, oh Sven, was ist der Chef? Kannst du das nochmal wiederholen, was du gesagt hast? Also du wolltest dich umziehen. Naja, ich ziehe mir jetzt ein paar Shorts an und T-Shirt, na, T-Shirt ziehe ich aus. Ja, und ich so, aber welches T-Shirt? Und er so, ja, nee, oberkörperfrei. Also machen wir oberkörperfrei? Na, ich schon. Ich nicht. Schade. Ich habe mich jetzt auch umgezogen in einen etwas strandigeren Dress. Was ist ein strandiger Dress? Naja, ihr wisst, was ich sagen möchte. Und jetzt gleich legen wir mit der Challenge los. Kampf zwischen Sven und Annika hier. Ja, das Netz spielt. Das Netz spielt auch mit. Letztes Styling. Ich habe ein Gesicht und jetzt legen wir los. Ahnt ihr was? Nee, bis jetzt nicht. Also hat auf jeden Fall was mit Wasser zu tun und mit Moderieren. Warum? Wir haben einen Menschen, der mit Wasser was zu tun hat und mit Freunden mit Reden was zu tun hat. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Ich bin nur Gast. Kennt ihr das? Ihr macht Instagram auf und da sind so unheimlich schöne Menschen, die total sportlich und schlank aussehen und die total sexy auf so einem Schwan oder einem aufblasbaren Einhorn durch den Pool reiten. Das ist so das Blogger-Ding und ich denke mir gerade, wie machen die das? Ja, weil ich habe das Gefühl, wenn ich mich da jetzt drauf sitze, sieht das so aus, so ich reite ein Unicorn und wir haben uns das jetzt hier zur Aufgabe gemacht. Der Patrick bläst das noch auf. Wir versuchen jetzt hier so Blogger-Fotos nachzustellen. Be sexy on a unicorn, das ist jetzt die Challenge. Wir probieren das erstmal aus und am Schluss werde ich euch dann hier jetzt gleich das Foto einblenden, was dabei rausgekommen ist. Und ich hoffe, dass ich so amazing elegant aussehen werde. Wir sind uns auf jeden Fall in einer Sache schon mal einig, ne? Definitiv. Mit Sonnenbrille sieht man auf jeden Fall schon mal cooler aus. So Trockenübung, super. Ich erstmal so, ich lehne mich dann so sexy nach hinten. Läuft. Filmst du mich gerade? Ja, ich hasse dich. Das stimmt gar nicht. Ich darf mich beschweren, ne? Die Lisa hasst mich nicht. Ich liebe dich. Und ich laufe. Trotzdem noch warten. Können wir noch nichts erzählen, Obi. Aber ist auch lustig. Wir warten jetzt gerade auf die Punktevergabe und beim Fernsehen, beim Film, egal bei welchem Dreh, ist es immer so gleich. Also ungefähr 6 Stunden am Tag ist gleich und eine Stunde ist dann, wir machen. Soll ich euch also was verraten? Wir haben die Namen vergessen. Gloria und Janine. Gloria und Janine. Clemens und. Nee, da ist Kerim und Lars. Kerim und Lars. Kerim und Lars. Und Lisa und Benny. Lisa und Benny. 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 Gloria und? Zeig ihn mal.
Wofür war die? Einfach so, weil ich es auch mal machen wollte. Guck mal, da ist ein Kameramann. Es gab ja ein paar Aufgaben, die bewältigt werden mussten und wir haben uns das alles jetzt angeguckt, ausgewertet, die Zeiten angeschaut und es gibt eigentlich ein klares Ergebnis. Ja, also auf Platz 3 ist unser Team 1, Lars und Benny. Nee, nicht Lars und Benny. Gloria und Janine. Nee, auch die sitzt nicht. Und der Clemens. Lisa und Benny sitzt. Schön, dass du mich korrigieren wolltest. Aber meine Antwort war so gut. Ja. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beat just like I wrote it. Watching the sun go down, it's disappearing. Cause in this part of town, it's pretty clear that I can feel the city. Wir sind total natürlich, wie ihr seht. Ganz ungestellt. Ist das der Denker? Ja. Der Philosoph vielleicht. Warte. Also jetzt nicht rennen oder so, sondern... Los, wollen wir den schönen Hintergrund haben. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wofür wir fokussieren. I don't know. So richtig weiß ich es auch nicht. Sitting in the car. Lisa Spankinge Raun. Oh. Und die Jungs. Hallo Jungs. Hi. Wir düsen jetzt mal weiter und fahren zu einer Klippe. Und dann darf der Patrick da runterspringen. Und ich tue so, als ob ich da runterspringe. Guter Plan. Das darfst du doch nicht verraten. Doch klar. Nein. Das ist eine Community. Die dürfen alles wissen. Nein. Ihr wisst doch alles von mir. Spaß gemacht. Tolles Wetter, schön warm, lustige Challenges. Ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat, dass ich euch mitgenommen habe. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!